Heute ist Geburtstag, heute alle. Ist Geburtstag, heute 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 ist Geburtstag. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Vendettas Woche. Das hier müsste jetzt Vendettas Woche. Jetzt muss ich kurz gucken. Vendettas Woche 40. Es ist Vendettas Woche 40. Yeah, Jubiläum, Jubiläum, Jubiläum. Oh, ich muss meinen Timer einstellen. Huch, da blieb ich gerade am Mikrofon hängen. Ja, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Es gab in der letzten Woche keine Vendetta Woche, weil letzte Woche gab es ja den Livestream wegen den 444 Abonnenten. Der ist aber nicht bei Vendettas Homebase zu finden, weil der halt 2 Stunden lang ist. Ihr findet den bei Vendetta Zockt. Ihr könnt den auch finden, haha, bei der Ankündigung. Unter der Ankündigung ist der, kann ich ja mal zeigen. Bei der Ankündigung ist hier unten als Videoantwort. Also darüber könnt ihr ihn auch ganz, ganz easy finden. Sonst einfach bei Vendetta Zockt hingehen. Da passiert gerade sowieso nicht so viel bei Vendetta Zockt, weil ich versuche, meinen Kanal Vendettas Homebase gerade ein bisschen zu stärken und mache hier neue Projekte. Also, nochmal zurück. Also hier passiert gerade nicht so viel, weil ich ja Vendettas Homebase versuche zu stärken. Und deswegen gibt es jetzt hier leider ja auch nur 15 Minuten Parts. Hier seht ihr es, 15 Minuten 1, 15 Minuten 1, 14 Minuten 1. Komisch, dass 15 Minuten 1 geht. Verrückt. Ich sollte mal gucken, ob ich diese 15 Minuten Grenze ein bisschen weiter ausdehnen kann. Egal, jedenfalls hier muss ich euch jetzt mal wieder vorstellen, welche Projekte es gab seit der letzten Vendetta-Woche, weil Masterly Gamings Seite ist leider down. Das liegt daran, dass er sich diese Navigation, ich kann euch das mal bei meiner Seite zeigen, hier oben diese Navigation, die hat er sich zerschossen und die funktioniert jetzt nicht mehr. Bei ihm war die, glaube ich, auf der rechten Seite. Und hier ist sie jedenfalls voll im Arsch und deswegen sieht die Seite so aus. Deswegen denke ich, also was heißt, ich denke, Master Lee ist da glaube ich schon hinterher, die wieder zum Laufen zu kriegen. Also da findet ihr ja auch immer meine neuesten Projekte und es wird von Master Lee nicht mehr diese Videos geben, wo er vorstellt, was es so in der vergangenen Woche gab. Ist einfach nicht sein Ding. Und deswegen stelle ich euch jetzt einfach mal wieder vor, was es alles gab. Ihr seht es, voll viel Dota. Das Finale von Dead Space, endlich Feierabend Dead Space. Was heißt endlich? Das Spiel war super. Dota. Ohne Ende Dota. Dann die Livestream-Ankündigung. Der Livestream war auch schon trotz Erkältung. Und da habe ich hier ordentlich ein Solo gespielt. Ihr hört es. Ich habe immer noch Nebenhöhlenentzündung. Das ist so zum Kotzen. Ich fresse Sinopret und so ein Scheiß wie kein Zweiter. Und dann geht es auch immer für ein paar Stunden. Und dann geht das alles wieder zu. Kopf wird zu. Ich habe so einen Kopf. Voll nervig. Dann habe ich endlich mit Dishonored angefangen. Da werdet ihr auf jeden Fall in der nächsten Woche nochmal 4 weitere Parts kriegen. Ich glaube, ja, bis Part 8 habe ich das jetzt. Und ich werde gerade keine Zeit haben, etwas Neues zu produzieren. Weil mein Baby ist da. Oder unser Baby, besser gesagt. Heute um 14.01 Uhr. Ich bin eben gerade nach Hause gekommen, habe mich mit Tabletten zugeschmissen und habe gedacht, hey, es wird schon geschrieben, warum keine Vendetta-Woche, was ist los bei dir? Deswegen mache ich jetzt hier diese Vendetta-Woche. Ich bin immer noch in einer komplett anderen Welt. Wundert euch also nicht, dass es nicht so viel Content geben wird. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie alles so in meinem Leben jetzt sich verändern wird. Und ich will euch den kleinen Mann auch nicht vorenthalten. Das ist er. Papa ist ganz, ganz stolz. Das ist der kleine Max. Max Vendetta, auch mit 3x. Merkt euch das Gesicht, ja? Hier, und die harten Fäuste. Der wird euch Let's Playern 15 Jahren den Arsch aufreißen oder so. Keine Ahnung. Richtig geiles Foto. Also das hier ist direkt nach der Entbindung. Da sieht man es auch noch. Ich will euch ja sowas zeigen. Ihr habt ja auch mal gefragt, auch in den 100 Frage Q heißt das so? Ja, ich glaube. Da hieß es ja auch, wie heißt das Kind und so weiter. Also, der kleine Mann heißt Maximilian, hat 4030 Gramm gewogen, ist
56 cm groß, hat einen Kopfumfang von 37 cm und so ein Okolyt. Nein, Quatsch. So. Richtig cool war, Halunke war. Kurz nach der Entbindung war der dann da und hat sofort den kleinen Mann in den Arm genommen. Und der hat ein richtig geiles Foto geschossen. Das muss ich euch mal zeigen, wie frech der Junge ist. Bisschen, ne? Handyqualität, scheißegal. War ja auch dunkel. Der steht nicht so auf auf extremes Licht. Und hier, normal. Und jetzt pass mal auf. Voll gut. Fickt euch. Fickt euch. Richtig gut. Das ist mein Junge. Ja, Vendetta ist Papa. Wenn Vater. Alex, wenn Vater. Ich bin immer noch voll geflasht von dem ganzen Kram. Ohne Flachs. Ihr glaubt nicht, wie so eine Entbindung abgeht. Das ist unglaublich, wenn es auf einmal flutsch dann da ist und auf einmal hast du da so ein kleines Würmchen. Ich krieg gerade eine Gänsehaut. Das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ohne Scheiß. Also, ohne Flachs. Es gibt nichts Besseres. Ja. So, zurück oder weg von meinem Privatleben hin zum Let's Playen und zu euren Kommentaren. Ihr merkt's, ne? Ich bin immer noch nicht so ganz auf dem Laufenden. Liegt an Erkältung. Entschuldigung. Liegt an Erkältung. Aber auch einfach an diesem krassen Gefühlsflash heute. Das war unglaublich. Jo. Also. Wir fangen mit euren Kommentaren an, weil die warten auch schon lange genug darauf. Don Luca hat geschrieben. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, ich muss die von unten wieder lesen, ne? Ja, ich glaube. Nee, irgendwie ist das immer so voll das Durcheinander. Wenn ich nach Konversation mache, ändert sich da was? Auch nicht. Also, Don Luca hat geschrieben, sorry wegen den ganzen Posts, aber mit welchem Programm hast du dein Intro gemacht? Mein Intro habe ich gar nicht gemacht, das war der Math und ich glaube, der hat Magic Movie Studio 10. Magic Movie Maker 10. Pro. Keine Ahnung. Also der Mav hat für mich damals das Intro gemacht und wenn so ein Intro abläuft, ich kann das ja mal kurz zeigen, dann habe ich ganz, ganz billig da einfach irgendwelche Materialien reingeschnitten. Also das hatte anfangs auch, glaube ich, einen anderen Song oder manchmal mische ich da auch andere Lieder unter. Wasserzeichen ist von meinem Renderprogramm drin, hier zum Beispiel. Ja, hier war das jetzt nicht, aber wenn man jetzt zum Beispiel... Machen wir mal hier die Mucke ein bisschen leiser. Wenn das ist Homebase hier. Wenn man jetzt zum Beispiel Dishonored nimmt. Ne? Als Beispiel. So, machen wir mal hier Mucke an. Da habe ich ordentlich was verändert. Aber das mache ich dann ganz, ganz easy. Einfach nur mit meinem Schnittprogramm, mit dem ich sonst auch die Videos render. Ne? Und dann hier jetzt neues Video angesetzt. Da habe ich das... Es gibt so verschiedene Trailer von Dishonored. Die habe ich ein bisschen zusammengeschnitten. Die, also schneller gemacht, langsamer gemacht. Manches war aber auch schon in den Trailern langsamer oder schneller gemacht. Also relativ easy. Und ja. Was ich dann halt nur noch gemacht habe am Ende, wenn gleich die Mucke hier zu Ende ist, die 20 Sekunden können wir uns jetzt auch nochmal nehmen. Oh, aber das Lied ist so geil. Hier zum Beispiel... Da habe ich es ein bisschen langsamer ablaufen lassen, aber mit einem höheren Ton, glaube ich, war das. Damit das hier gut passt. Und wenn man jetzt gut hinhört. Es wird dunkel. Und dann ging das Video aus. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Da hört man auch, ich bin voll verrotzt bei dem Video. Egal. Oh, warum denn immer noch die Seite? So. Also. Ich schneide meine Videos mit Camtasia Studio 8. Und der Math macht das halt mit... Movie Magics, Movie Maker oder Movie Studio. Irgendwie sowas heißt es. Kann der Math ja vielleicht mal hier kommentieren. So. Don Luca, nächstes Kommentar. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe zu lange geschwärmt von der krassen Entbindung heute. Eben gerade ist mir mein Aufnahmeprogramm so leicht in Stocken gekommen. Ich schaffe gerade ein bisschen Platz auf meiner Festplatte. Totaler Blödsinn da. Ist egal.
So, also Don Luca hat gefragt, wann kommt die Vendetta-Woche immer? Ich glaube, du hast es einmal ausgelassen. Kann mich ja auch irren, weil ich auf Vendettas Homebase nur die Wochen gucke. Auf Vendettas zockt, schaue ich eigentlich nur... Punkt, Punkt, Punkt. Ist schon der 23. Naja, nist oder ist trotzdem cool. Ja, ich habe die Vendetta-Woche ausgelassen, weil dafür gab es ja den Livestream. Guck dir mal bei Vendetta zockt den Livestream dann. Das war im Grunde eine Vendetta-Woche. Der Livestream war was ganz Neues. Das war, ihr konntet mich anrufen, ähnlich wie in so einer Talkshow. Ich habe es immer verglichen mit Domian. Ich saß ja da, ihr habt mich angerufen, ich habe meinen Tee geschlürft und wir haben ein bisschen gequatscht über euch, über mich, etc. Über Let's Plays, über DLCs, über was haben wir denn noch gequatscht? Über hier, beficktes Rauchen haben wir gequatscht. Mein Favorite war ein Anruf von Felix und dass er gern spazieren geht. Ich glaube bei 46 Minuten und 45 Sekunden oder irgendwie so, habe ich da auf jeden Fall reingeschrieben. Guck dir das an, jetzt hast du ja Vendettas Woche 40. Mr. Dillon schreibt, nur Bescheid sagen, wenn du noch mehr Keys brauchst, ne? Von Dota 2. Also ich habe auch in dem Livestream habe ich Dota Keys verschenkt, 6 Stück waren es an der Zahl. Hier, wendet euch an Mr. Dillon, falls ihr noch einen Dota 2 Key haben wollt. Ich denke, der hat da nichts gegen, wenn ich mal ein paar Leute zu ihm rüberschicke. Ich denke, meine Dota Keys werden sich bald auch wieder vermehren und dann geht das weiter. So, ich muss ein bisschen Gas geben. Mario Köck, hast du noch mehr DayZ-Videos gemacht nach dem 12. Tagebuchtag? Habe ich da drunter geschrieben, ja, es gibt mehr als 50 weitere Videos, musst hier mal bei den Playlisten reingucken und auf dem anderen Kanal, Vendetta Zockt, gibt es auch schon 2 weitere Staffeln. Kommentar danach wurde entfernt, ich weiß nicht, was er geantwortet hat. Es stand zwar bei Gmail, ne, da kriegt man ja die E-Mail immer, wenn irgendwie was reingeschrieben wurde, aber ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich glaube, ja, werde ich machen oder so. Masterly Gaming schreibt, das Schönste an Counter-Strike, das sind die Headshots. Der Scheiß geht mir nimmer aus dem Kopf, Alter. Heute den ganzen Tag bei der Arbeit, Mann. Genauso wie schießt einen Gegner in die Fresse rein. Gute Arbeit. Das CS hat Laune gemacht, man hat also nicht gemerkt, dass ich mich zwischendrin mal gemutet hatte. Sollen wir verraten, wie es ausgegangen ist? Ja, nein. Guckt es euch an. Das ist bei Vendetta Zockt Online. Da ist das, bis einer heult gegen Master Lee, Counter-Strike, Global Offensive. Don Lukas schreibt, gutes Video. Ach, dass du das mit den 100-Fragen-Special gemacht hast. Frage, welche Maus und Tastatur benutzt du? Das 100-Frage-Special dauert noch ein bisschen. Das muss ich schneiden. Wird wahrscheinlich so ein 2-stündiges Teil und ich will das eigentlich auch hier hochladen. Zu meiner Maus, haltet euch fest, eine uralte... Microsoft Optical 1.1 Maus ist wahrscheinlich schon die 10. oder 12. Maus, die ich davon habe, weil ich auch gerne mal da drauf kloppe. Aber ich liebe einfach diese Maus. Ich mag die Form, ich mag die 5 Knöpfe, mehr brauche ich nicht. Und Tastatur, jetzt ist hier mein Headset zwischen, ist eine ganz billige Medion-Tastatur vom Aldi. Die hat mir mehr gefallen, weil sie leuchtet. Ich meine auch. Keine Ahnung, komme ich gerade nicht hin, aber liegt vielleicht an der Erkältung. Alter. Überspringen, so. Don Luca, ich meine, achso, Felix, ja, ja. Ich darf Masterly Gaming nicht abonnieren, schreibt ProFresh. Überleg mal, warum. Ja, weil du es damals nicht wolltest, aber darf ich es jetzt vielleicht? Kommentar wurde entfernt. Keine Ahnung, was da wieder abging. Dann hat ProFresh noch geschrieben, nein, ich heiße ihn echt Niklas, warum? Was war denn da? Keine Ahnung, also da muss irgendwas mit Niklas gestanden haben. Felix Scooby schreibt, warum? ProFresh99 schreibt, weil so ist, ich bin hier der Arschkriecher und der Spammer. Achso, da gab es irgendwo eine Antwort. Geile Folge, gut, gut. Und nein, du darfst mich nicht ablösen. Ihr merkt, es ist ein bisschen durcheinander. Macht ja auch nichts. So, also. Mehr kann ich in dieser Woche gar nicht zum Besten geben. Das war's. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Ihr habt ein bisschen Infos gekriegt. Ich werde in den nächsten Tagen auf jeden Fall mal gucken, dass ich Zeit finde für dieses 100-Fragen-Special. Und ihr bekommt noch weitere Folgen von Dishonored. Mehr ist gerade nicht geplant und ihr wisst auch warum. Ich weiß nicht, wie ich Zeit habe. Also, meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao.